Kommt mit auf eine meiner schönsten und actionreichsten Motorradtouren, die ich je gemacht habe. Ganz alleine wage ich mich in 12 Tagen und 4000 Kilometer durch insgesamt 7 Länder. Von Deutschland geht es über Österreich und Slowenien zunächst nach Kroatien, von hier weiter nach Bosnien, Montenegro und Albanien. On- und Offroad geht es für mich nicht nur entlang einer wunderschönen Mittelmeerküste, sondern auch hoch hinaus in den Dinarischen Alpen. Hier im tiefsten Hinterland des Balkans erlebt man eine Einsamkeit und Ursprünglichkeit wie sonst selten in Europa. Und wer diese geniale Tour mit schier unzähligen Highlights auch erleben möchte, der muss nichts weiter tun, als sich die GPX-Daten aus der Videobeschreibung zu holen und ins Navi zu laden. Danach muss man sich nur noch auf sein Motorrad schwingen und meinen Fußspuren folgen. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß, mir dabei zuzusehen, wie ich meine Faustrom ans Limit treibe. So, servus Leute, heute startet meine erste große Tour dieses Jahr. Wir haben es jetzt 16 Uhr. Jetzt nach Feierabend geht es noch ungefähr 500 Kilometer bis Slowenien. Und von da startet dann morgen meine Balkan-Tour. Wird sicherlich ein richtig cooles Abenteuer. Bin auch schon mega gespannt. Für mich komplett neue Region da unten. War da auch noch nie. Und habe ein paar geile Highlights rausgesucht. Auch einiges Offroad mit dabei. Wird auf jeden Fall richtig spannend. Doch bevor es für mich in unbekannte Gebiete geht, fahre ich erstmal auf der Autobahn durch Österreich in Richtung Slowenien. Die A10-Tauern-Autobahn war an diesem Spätnachmittag relativ gut befahrbar und so erreiche ich mit dem letzten Tageslicht meinen angepeilten Campingplatz. Jo, ich hab's geschafft. Kurz vor Sonnenuntergang in Slowenien am Fluss Save angekommen, ganz in der Nähe vom Bledersee. Also cheers auf eine erholsame Nacht. Nächsten Morgen baue ich auch bald schon meinen Lagerplatz ab, um schnellstmöglich Kroatien zu erreichen. So pünktlich um 8, bei perfektem Sonnenschein, bestes Wetter. Jetzt reise ich noch schnell die nächsten 100 Kilometer auf der Autobahn, dann noch 50 Kilometer Landstraße und dann bin ich am Startpunkt meiner Balkantour. Also ab geht's. Das Verkehrschaos rund um Sloweniens Hauptstadt Ljubljana erspare ich euch hier mal. Ein paar Kilometern auf der Autobahn geht es dann zunächst auf Sloweniens Landstraßen und dann in Kroatien weiter. Der erste Balkanstaat empfängt mich mit tollem Sonnenschein. Hier fackel ich auch nicht lange und biege schon bald auf das erste Offroad-Stück meiner Tour ab. Jo, Ted Kroatien bis jetzt Bodenbelag astrein. Aussichten bis jetzt noch nicht so der Oberhammer. Ich fahre ja die ganze Zeit im Wald, also schauen wir mal, wie es noch wird. Die ersten 20 Kilometer auf dem Ted Kroatien waren eher etwas langweilig. Aber zum Reinkommen ins Offroad-Fahren war es dennoch eine gute Übung. Und es soll auch nicht lange dauern, bis es deutlich spannender wird. Ja, da merkt man doch, dass man nicht mehr in den Alpen ist. Schöne große Schlange hier. Ich bin fast mit dem Motorrad drüber gefahren, konnte gerade noch ausweichen. Die chillt hier einfach auf der Straße. Ja, und nachdem die Schlange gute 15 Minuten für ein Fotoshooting mit mir stillgehalten hat, lief meine Balkantour erst so richtig an. Auf der folgenden mega aussichtsreichen Bergstrecke wurde mir klar, die nächsten 12 Tage werden sowohl landschaftlich als auch fahrtechnisch der Oberknaller. So grün und lebendig hätte ich Kroatien gar nicht erwartet. Jo, jetzt wird's langsam richtig krass hier. Endlich mal Aussicht, geile Berge hier und am Straßenrand hat gerade, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, gerade eine Schlange versucht, die Eidechse hier zum Fressen. Hat aber leider nicht reingepasst in den Mund, die ist dann abgezischt und mir fast über den Stiefel drüber. Sitzen hier schon wieder, oh. Hier kreucht's und fleucht's überall. Jo, Kroatien fängt schon mal gut an. Hier, das arme Kerlchen wäre gerade fast Schlangenfutter geworden. So, weiter geht's in Richtung Süden und es eröffnen sich die ersten Blicke aufs kroatische Meer. Auch die gegenüberliegende Insel Krk kann man immer wieder bestaunen.
Das ist ja schon fast wie Safari hier. Schlangen, Eidechsen. Hier kommt ein Wasserloch, wo die Tiere trinken. Geil. Kühe und Pferde gemeinsam. Geil. Ein Aussichtspunkt. Da drüben ist die Insel Kirk. Hier ist schön das Meer. Dass Kroatien schön ist, habe ich ja schon gehört. Aber hier hat es mich echt vom Hocker. Niemals gedacht, dass es hier so grün ist. Dann überall Pferde und Kühe und Schlangen, ey, Wahnsinn. Also richtig geil gerade hier. Immer schöne Aussicht aufs Meer. Da will ich jetzt dann endlich mal rein. Ja, nach guten 1,5 Tagen auf Tour kann mich natürlich nichts davon abhalten, ins Mittelmeer zu springen. Und so fahre ich von der romantischen Bergstraße ab und näher mich der kroatischen Küste. Hier nutze ich die erste Gelegenheit, ins glasklare Wasser abzutauchen. Zuerst schwitzen unter der Motorradkombi und dann schön abkühlen im Meer. Geiler Kontrast, ey. Allzu viel Zeit zum Planschen habe ich allerdings nicht, denn vor mir liegen noch 100 Kilometer zu meinem ersten ganz großen Highlight in Kroatien. Und so mache ich mich am späten Nachmittag auf den Weg ins Landesinnere. Bei durchwachsenem Wetter erwartet mich hier eine weltberühmte Sehenswürdigkeit, die schon seit ewigen Zeiten auf meiner To-Do-Liste steht. So, ich bin an den Plitvicer Seen. Extrem wenig los, liegt wahrscheinlich daran, dass 7:30 ist und 8 der Park schließt. Okay, scheiße. Der offizielle Eingang macht 17 Uhr dicht. Es wird jetzt noch gute 2 Stunden hell. Schau mal, ob ich noch einen anderen Eingang finde. Also, wer sagt's denn? Bin zu Fuß über den Seiteneingang rein. Einmal frei geklappt. Und dass die Leute am Eingang meine 40 Euro Eintritt nicht haben wollten, ist auch nicht mein Problem. Aber ihr wisst jetzt Bescheid, wenn ihr den offiziellen Eingang benutzen wollt, müsst ihr vor 17 Uhr da sein. Ich habe auf jeden Fall das Glück, jetzt hier am Abend fast allein unterwegs zu sein. So kann ich das Naturspektakel in vollen Zügen genießen. Bereits in den ersten Minuten wird mir klar, dass das hier ein Ort ist, der nicht nur auf Fotos toll aussieht. Jetzt weiß ich, warum die so berühmt sind. Also das schaut richtig krass aus. Hunderte von Wasserfälle fallen da runter, hey, das ist der Oberhammer. Komplett allein an die Plitvicer Seen. Normal ist hier Menschenstau. Ah, da zieht ein richtig dickes Gewitter auf, es blitzt und donnert übelst. Es fängt an zu regnen und zwar wie die Hölle. Fuck. Jetzt nichts wie weg hier. Es blitzt und donnert. Scheiße. Oh Mann. Das war's wohl mit dem Traum von der kroatischen Sonne an den Plitvicer Seen. So, hier ging gerade eine 1/2 Stunde ein richtiges Gewitter ab und jetzt kommt die Sonne wieder raus. Das ist gerade richtig geiles Licht. Und jetzt bin ich legal hier. Jetzt haben sich nämlich die ganzen Aufseher verdrückt. Und man konnte über den regulären Eingang einfach reinmarschieren. Mein Motorrad steht sicher am Parkplatz. Und jetzt kann ich die Tour hier nochmal kurz genießen. Ungefähr 1 Stunde haben wir noch hell. Ich laufe jetzt nochmal runter und schaue mir alles nochmal in Ruhe an. Und als sich die Wolken nach dem Gewitter verzogen haben, war wirklich keine Menschenseele mehr außer mir im Nationalpark der Plitvicer Seen. Und ein Sonnenuntergang wie aus dem Bilderbuch schaffte hier eine Kulisse für perfekte Postkartenfotos. Ja, besser kann man die Plitvicer Seen nicht erwischen. Also richtig, richtig geiler Fleck hier. Die haben hier den Steg einfach so reingebaut, mitten in den See, kurz über dem Wasserfall. Das schaut abnormal krass aus. Also,
geilster Moment der Tour bis jetzt. Aber es ist auch erst Tag 1. Schauen wir mal, was noch kommt. In dem Nationalpark hier laufen 16 kaskadenförmig angeordnete Seen durch Wasserfälle von einem in den nächsten. Nach gut 2 Stunden in Kroatiens größten und ältesten Nationalparks wird es dann auch für mich Zeit zu gehen. Vor dem Besuch hier habe ich auf einem 5 Kilometer entfernten Campingplatz bereits mein Zelt aufgeschlagen. Dort falle ich nach ein paar kroatischen Bier müde ins Bett. So, guten Morgen an Tag 3. Sonne scheint wieder, heute Nacht hat es ein bisschen gewittert. Bin hier übrigens auf dem Camping Bier, ungefähr 5 Kilometer von den Plitvicer Seen entfernt. Da gibt es einige Campingplätze hier, sind alle nicht so sonderlich, aber erfüllen ihren Zweck. Hat auch nur 13 Euro gekostet, von dem her voll okay. Vielleicht ist euch aufgefallen, haben ein neues Zelt für die Tour gekauft, Marke Quechua, hier dieses Black and Fresh. So ein Kühlsystem quasi, da bleibt es, wenn die Sonne rauskommt, dunkel und kühl im Zelt für eine lange Zeit. Auch vom Packmaster ist nicht so geil. Aber hier für warme Länder und im Sommer, wenn es früh hell wird, mit diesem Black and Fresh auf jeden Fall mega gut. So, jetzt bauen wir noch hier das Lager ab und dann geht's ab nach Bosnien. Ich verlasse früh morgens den Campingplatz und mache mich auf den Weg in Richtung Bosnien-Herzegowina. Doch kurz vor dem Grenzübergang wartet hier in Kroatien noch ein richtig großes Highlight auf meiner Tour. In der Ortschaft Celjava wird die Straße immer schmäler und es umgibt einen eine schon fast gruselige Atmosphäre. Oh, genau so habe ich mir das vorgestellt. Die verlassene Airbase von Celjava geht hier los auf so einen Flughafen, so einen alten verlassenen. Damals vom Jugoslawienkrieg noch. Stehen noch ein paar alte Flugzeuge rum und kann man auf der Landebahn mit dem Motorrad rumfahren, dann kommt noch so alte Flugzeughanger. Ist richtig cool hier. Der beste Lost Place am Balkan auf jeden Fall. Jo, hier die alte Maschine. So, wenn das Ding hier eh schon voll gebappt ist, darf natürlich einer von mir auch nicht fehlen. Richtig coole Sache hier. Man muss ja allerdings ein bisschen aufpassen, wo man hinläuft. Also in so Grünfelder sollte man nicht reintreten. Da sind nämlich überall noch Minen verteilt vom Krieg. Also am besten nur da laufen, wo man sieht, wo vorher auch schon Leute waren. Die gesamte Airbase befindet sich teilweise auf kroatischem und teilweise auf bosnischem Boden. Der kroatische Teil darf hier ganz legal besucht und befahren werden. Doch die beiden Start- und Landebahnen, die nach Bosnien rüberführen, sind gesperrt. Das wird auch von der kroatischen Polizei überwacht. Alles andere kann hier gern angeschaut werden. Und so komme ich zu einem der beliebtesten Fotomotive dieser Region. Es ist der Eingang zur Flugzeugkaverne von Celjava, welche einst die größte Europas war. Oh, jetzt wird's richtig unheimlich. So ein alter Hangar, wie so eine Tropfsteinhöhle hier. Jetzt hört's mal das an. Echo! Krasse, krasse Scheiße. Also auf den Ort habe ich mich ja vor der Tour besonders gefreut. Weil es einfach krass ist. So ein versteckter Flugzeughangar im Berg. Alles voll getan. Zu hart, hey. Da ich in diesem Moment noch komplett alleine hier war, packe ich meinen ganzen Mut zusammen und lauf etwas hinein in die bis zu 500 Meter langen Stollen. Boah, fucking unheimlich hier. Also in den Hangar hier kann man reinlatschen, so weit wie man will. Aber da wird es dann richtig unheimlich. Da hängen so riesen fette Betonbrocken schon von der Decke. Aber richtig cool hier. Nach ein paar Minuten kamen 2 einheimische Quadfahrer an und fuhren mit ihren Maschinen in die Hangar. Da nahm ich natürlich mit meiner Forstdrohung gleich die Verfolgung auf und fuhr in die alten Stollen, in denen früher bis zu 80 Kampfflugzeuge betriebsbereit gehalten wurden. Ein wirklich beeindruckendes Relikt aus einem längst vergangenen Krieg. Die gesamte Kaverne hier wurde so aufgebaut, dass sie sogar einem Atomschlag hätte standhalten können. Bis zu 6.500 Soldaten waren hier beschäftigt.
Eine unendliche Landebahn. Geil. Ein kleiner Wheelie und dann mit Topspeed über eine Flugzeuglandebahn fahren. Wo sonst auf der Welt ist das mit dem Motorrad möglich? So, mal eine richtig fette Landebahn hier auf der Zelnyava Airbase. Lost Place, ey, richtig geil. Hier direkt 2 Meter neben der Landebahn hier, das ist die Grenze nach Bosnien. Man sieht hier, wo die Fahne weht, da ist der Grenzstreifen und dahinter kommt eine Moschee. Jetzt wird es muslimisch. Und hier nochmal meine einsame Faust rum auf der ehemaligen Start- und Landebahn. Nach guten 2 Stunden Erkundschaften verlasse ich diesen geschichtsträchtigen und mystischen Ort in Richtung Bosnien. So, die ersten paar Kilometer in Bosnien-Herzegowina sind abgespult. Ich bin jetzt hier in dem Fluss Una. Da geht es jetzt dann gleich in den Una-Nationalpark. Und da kommt ein richtig cooler Wasserfall. Erster Eindruck Bosnien. Sehr freundlich und sehr schön. Aber Achtung am Grenzübergang. Da sind 4 Häuschen und man muss an jedem anhalten. Nicht nach dem ersten durchstarten. Da haben sie mir ganz schön hinterher gebrüllt. Aber ganz allgemein hat mich Bosnien vom ersten Moment an richtig überrascht und überzeugt als Reiseland. Der erste Abstecher, den ich hier geplant habe, war eine Offroad-Strecke in den Una-Nationalpark. Und hier zeigt sich Bosnien schon von einer ganz besonderen Seite. So, die nächsten 20 Kilometer geht's Offroad. Bin jetzt hier im Una-Nationalpark. War jetzt hier quasi auf so einem Schotterweg zu dem Wasserfall dahinter. Zufahrt hier hat 4 Euro gekostet auf die Straße. Preise sind hier sowieso alle voll in Ordnung. Also als Deutscher denkt man sich überall, Mann, ist das günstig. Der Park hier ist der größte Nationalpark Bosniens und er schützt den unberührten Fluss Una. Auf diesem Gebiet hier markiert der Fluss auch die Grenze zwischen Bosnien und Kroatien. Ich bin hier auf der bosnischen Seite. Von dort kann man auf einem Steg den wunderschönen Wasserfall Strački Buk anschauen. Der 25 Meter hohe Wasserfall sieht wirklich aus wie aus dem Bilderbuch und ist für mich eine lohnenswerte Alternative zu den völlig überlaufenden Krka Wasserfällen. Außerdem muss man hier keinen Eintritt bezahlen. Doch es gibt ein kleines Restaurant und ein paar Kioske oben am Eingang. Also der Wasserfall hier scheint tatsächlich noch ein Geheimtipp zu sein. Liegt vielleicht auch daran, dass er ziemlich schwer zum Erreichen ist. Aber es schaut mega krass aus und kaum Leute hier. Obwohl ich jetzt so Hauptzeit, so 13, 14 Uhr rum hier bin. Freitag, gutes Wetter, aber kaum was los. Eine wahnsinnige Perle der Natur hier. Ich setze mich auf einen Stein und lausche dem Rauschen des Wasserfalls, während ich bemerke, dass ich jetzt schon verliebt in Bosnien bin. Und vielleicht könnt ihr es auch spüren. Deswegen bin ich jetzt mal kurz leise und lasse euch unkommentiert die wunderschönen Drohnenaufnahmen genießen. Also der Wasserfall, definitiv ein Highlight. Man muss auch nicht zu weit laufen, vielleicht 200, 300 Meter. Also richtig, richtig schön. Nach den Wasserfällen geht es noch ca. 5 Kilometer Offroad direkt am Fluss Una entlang. Nachdem ich wieder auf Asphalt rauskam, fand ich in der Ortschaft Racik eine schöne Stelle, um mal ins kühle Wasser zu springen. Mitte Juni bei über 35 Grad Lufttemperatur war ich ganz schön geschockt, wie kalt der Fluss Una doch noch war. Bei unter 15 Grad Wassertemperatur reichte mir eine ganz kurze Abkühlung.
Die Una ist wegen ihrer vielen kleinen Wasserfälle auch ein beliebtes Ausflugsziel für Wildwasserrafting. Der nur 212 Kilometer lange Fluss ist ein Nebenfluss der Save, an dem ich meine erste Nacht in Slowenien verbracht habe. Alle gemeinsam fließen sie in die Donau und später dann ins Schwarze Meer bei Rumänien. Okay, die Una ist nur ein Fluss, aber irgendwie hat sie mich mit ihrer landschaftlichen Schönheit so fasziniert und verzaubert, dass ich Bosnien für immer positiv in Erinnerung behalten werde. Also der Fluss Una und der gleichnamige Nationalpark, absolute 1 mit Stern, ganz klare Empfehlung. Hat mir echt richtig gut gefallen jetzt hier in Bosnien. So, ich verlasse Bosnien wieder fürs Erste und bewege mich ab jetzt wieder in Kroatien. Durchs tiefste Hinterland fahre ich 100 Kilometer bis zu meinem nächsten Highlight. Der Asphalt ist hier mal besser und mal schlechter, aber die Aussicht immer mehr als genial. Eine wirklich niedliche Landstraße hier in den Dinarischen Alpen. Es ist bereits später Nachmittag, als ich im Naturpark Velebit ankomme. Velebit wird den wenigsten ein Begriff sein, doch die Gegend hier kennt fast jeder. Denn hier wurden in den 60er Jahren die Karl-May-Filme rund um den Apachenhäuptling Winnetou gedreht. Der Zerimianer Canyon hier war in mehreren der Western-Filme Dreh- und Angelpunkt des Geschehens. Im Film Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten wurde hier zum Beispiel der Leutnant Cummings immerhin mit schöner Aussicht gefoltert. Ziemlich genau da, wo ich jetzt mit meinem Motorrad stehe. So, der heutige Abend steht unter dem Motto Winnetou. Bin hier schon an dem ersten Aussichtspunkt auf den Fluss hier runter und fahre jetzt dann da drüben in die Berge rein, wo einige Stellen von Winnetou gedreht worden sind. Wir haben so 19 Uhr, wird da in den Bergen gern wild campen. Das kann ich guten Gewissens aber nur machen, wenn da schon andere Wildcamper sind, weil hier gibt es Braunbären und alleine ist mir das Risiko zu hoch. Aber jetzt schauen wir mal, drückt mir die Daumen. Option B gibt es aktuell noch nicht. Ja, die Gefahren im Naturpark Velebit sind nicht nur Braunbären, Wölfe oder Hornvipern, sondern es liegen auch noch Landminen vom Kroatienkrieg herum. Deswegen war meine Hoffnung, hier eventuell noch auf andere Wildcamper zu treffen. Doch wider Erwarten war auf dem Offroad-Track hier zum Weißen Berg Mali Alan hoch keine Menschenseele anzutreffen. Ja, da ist er, der berühmte Berg von den Winnetou-Filmen. Geile Gegend hier. Jetzt mal noch auf die Rückseite von dem Berg und hoff, da steht irgendjemand mit dem Zelt oder Karawan oder Auto, egal. Es war bereits 20 Uhr am Abend und hier oben wehten orkanartige Sturmböen, die einen teilweise fast von der Straße fegten. Alles in allem kann man sagen, das Adventure-Feeling kam hier erstmal so richtig hoch. Jo, mega geil. Hier der Winnetou-Drehort. Und hier wäre mein Platz. Schon viele wild gecampt hier, Feuerholz auch noch da. Aber momentan keine anderen Camper in Sicht. Jetzt weiß ich auch noch nicht, was ich tue. Hey Leute, Leute. Also, auch wenn jetzt hier niemand mehr ist außer mir, ich wage es trotzdem, hier wild zu campen, direkt am Winnetou-Drehort. Geiler Schlafplatz. Geiler Tag, cheers! Hier geht übrigens ein mördermäßiger Wind, deswegen habe ich jetzt auch meine Mütze rausgeholt. Das sind bestimmt teilweise Böen mit 70-80 km/h, also geht richtig ab. Ich hoffe, das lässt noch ein bisschen nach, sonst wird es mein Zelt ganz schön durchwackeln, ey. Aber ich freue mich jetzt, ey, Wildcampen, so geil. Also die Gefahren, die heute Nacht lauern, sind Bären, Wölfe, Schlangen und Wildschweine. Ich hoffe, die machen mal alle einen großen Bogen um mich. Übrigens, die Fallwinde, die mir hier beim Zeltaufbauen zu schaffen machen, heißen Bora und können bis zu 250 km/h in der Gegend hier erreichen. Nachdem ein kräftiger Windstoß nicht nur mein Stativ, sondern auch mein Zelt durch die Gegend gewirbelt hat, schaffe ich es dann ein paar Minuten später doch noch, die Hütte zum Stehen zu bringen. Also nach der Zeltaufbauaktion am Winnetou-Felsen habe ich definitiv den Indianernamen, der mit dem Zelt tanzt.
Also keine Ahnung, ob das im Wilden Westen damals auch so abging wie hier. Aber hier pfeift ein Wind, Alter. Ich habe heute auch Kroaten getroffen, die haben gesagt, vorgestern war die Küstenstraße nach Dubrovnik gesperrt, weil da mit 200 km/h der Fallwind runterkam, von den Bergen ans Meer runter quasi. Es kommt so ein, zweimal im Jahr vor, dass da so starker Wind weht, dass die gleich die Straßen sperren. Und das sind wohl so ein bisschen die Nachwehen noch. Aber okay. Zumindest sind keine Bären und Wölfe in Sicht bis jetzt. Als ich mich gegen Mitternacht ins Zelt haue, kommt schon ordentliches Abenteuerfeeling hoch. Also, ich bin ja mal gespannt, ob ich ein Auge zubekomme heute Nacht. Das Zelt wackelt abnormal. So Leute, die Nacht ist vorbei. Ich hab's überlebt. Bin nicht vom Bären gefressen worden. Es ist zwar schon wahrscheinlich 25 Jahre her, dass ich zum letzten Mal einen Winnie-Two-Film gesehen habe. Aber an die Stelle hier kann sogar ich mich noch erinnern. Also, schon richtig cool, hier mal zu campen. Mali Alan verlasse ich auf einer Schotterpiste in Richtung Norden. Und ich muss sagen, dass hier Winnetou gedreht wurde, ist nicht das einzigste Highlight. Die Schotterpiste hat wirklich geniale Aussichten parat. Alles in allem also eine klare Empfehlung von mir, hierher zu kommen. Für mich geht es jetzt weiter mit Highspeed in Richtung Süden. Hier erwartet mich der nächste Nationalpark. Es ist das Gebiet rund um den Fluss Kirka und die Kirka Wasserfälle. Letztere sind natürlich weltberühmt und extrem touristisch überlaufen, weshalb für mich zu Hause schon klar war, dass ich mich hier nicht mit in die Menschenmassen quetsche. So, ich bin jetzt hier im wunderschönen Kirka Nationalpark. Der Planet brennt. So 32 Grad. Ja, hier werden jetzt die weltberühmten Kirka Wasserfälle. Da war ich gerade auf dem Parkplatz, aber da habe ich mich schnell wieder verdrückt. Weil wie zu erwarten waren da 1 Million Menschen. Und dann müsste man sein Motorrad abstellen und die letzten 2 Kilometer mit dem Bus runterfahren. Eingepfercht mit zig anderen Touris. Nee, danke. Dafür habe ich mir ein paar niedliche Straßen ausgesucht, um den Nationalpark bis an die hintersten Ecken zu erkundschaften. Und siehe da, abseits der Wasserfälle ist kaum eine Menschenseele unterwegs. Mega schön hier. Nur ein paar Meter weg von den total überlaufenden Wasserfällen hat man hier richtig schöne Ecken für sich alleine. Das ist mal richtig geil, ey. Geil warm. Schön sauberes Wasser. Endlich mal waschen. Die Fahrt durch den Kirka Nationalpark war schon ein Highlight. Vor allem weiter oben beim Wasserfall Roz Chi Slap windet sich die Straße romantisch zwischen den Flüssen hindurch. Lasse den Nationalpark hinter mir und bewege mich weiter in Richtung Landesinnere. Bei der Ortschaft Knien peile ich einen Offroad-Panoramaweg an. Gleich zu Beginn der Strecke entdecke ich eine richtig coole Kulisse. Und wie ich dann zu Hause feststellte, ist das hier der Ursprung von der 72 Kilometer langen Kirka. Hätte ich gewusst, dass es sich hier bei dem Wasserfall um eine eiskalte unterirdische Quelle handelt, wäre ich sie hier nicht hineingesprungen. Okay, das war überraschend kalt. Boah, ja, ich wollte ein bisschen unter den Wasserfall rein, aber das ist sowas von eiskalt, mir ist fast die Luft weggeblieben, ey. Boah, Scheiße, da muss irgendwo die Quelle sein, ey. Da hat er keine 10 Grad, das Wasser. Nach dem zufällig entdeckten paradiesischen Ort fahre ich weiter auf meinen geplanten Offroad-Track.
Dieser ist mit gut 10 Kilometern nicht der längste, aber hat tolle Aussichten parat. Und da im wunderschönen Kroatien ein Highlight das nächste jagt, biege ich hier nur zweimal ab und befinde mich schon wieder am nächsten Fleck, der einem fast den Atem raubt. Es ist die Quelle des Flusses Cetina. Hier strömt 5 Grad kaltes Wasser aus einer 120 Meter tiefen Höhle. Aus der Vogelperspektive lässt sich leicht erkennen, warum die Quelle auch als eiskaltes Drachenauge bekannt ist. Ich verlasse die wunderschöne und idyllische Gegend im Landesinneren gegen spätnachmittags und fahre mit Highspeed in Richtung Küste, welche ich dann schließlich 100 Kilometer später bei der Ortschaft Baška auch erreiche. So, Campingplatz gefunden. 19 Uhr, baue ich schon mein Zelt auf und dann nochmal ab an den Strand, hätte ich gesagt. Also, cheers. Mega geiler Strand hier. Es ist leider ein bisschen zu spät zum Baden, aber wenn ihr in der Gegend seid und mehr Zeit habt, der Strand von Prela ist richtig cool. Für mich bleibt hier nur ein Abendbier zu genießen und einfach rausschauen aufs Meer, die Aussicht ein bisschen genießen. Sonnenuntergang da hinten, mega geil. Jo, ich glaube, hier ist mein neuer Lieblingsplatz in Kroatien, Strand von Prela, mega schön, ey. Genieße gerade richtig den Abend. Habe halt 400 Kilometer auf dem Motorrad runtergerissen, was schon ziemlich viel war. Aber hier ist jetzt gerade so richtig relaxed, ey. Der Strand von Prela wurde mir in einem Reiseführer als einer der Top 10 Strände von Kroatien angepriesen. Für mich war es auch auf der gesamten Tour definitiv der schönste Strand. Nach einem unvergesslichen Abend falle ich hier müde ins Zelt. So, Kroatien läuft. Es ist 9 Uhr am Morgen. Thermometer wandert schon Richtung 30 Grad. Boah, jetzt hier schnell mein Camp ab. Und dann geht's heute auf der Küstenstraße bis kurz vor Dubrovnik. Aber zuerst will ich es mir nicht nehmen lassen, an meinem frisch gekürten Lieblingsstrand nochmal ins Wasser zu hüpfen. Vor allem nicht zuletzt auch deswegen, damit ich meinen Schnorchel nicht umsonst 4000 Kilometer spazieren gefahren habe. Ja, heute steht das Meer im Fokus. War jetzt hier ein bisschen schnorcheln. War richtig geil. Das Wasser hat Badewannentemperatur. Und das Glas, klar, hey, kein Dreck, kein gar nichts drin. Hey. Richtig, richtig schön. Also Kroatien 1 mit Stern bis jetzt. Richtig geil, die Kontraste hier. In den Bergen mega schön, alles grün, keine Leute. Hier ein bisschen mehr Leute, aber ein Pudel, warmes Meer mit glasklarem Wasser. Richtig, richtig schön. Bevor es jedoch immer an der Küste entlang in Richtung Süden geht, mache ich einen kleinen Abstecher auf den Sveti Jure. Der 1762 Meter hohe Berg ist die höchste Erhebung in dieser Gegend hier. Jo, ich habe gerade einen geilen Abzweig gefunden. Geht's hier hoch auf den Berg Sveti Jura, über 1,7. Haben wir richtig geile Ausblicke von hier. Die 23 Kilometer lange mautpflichtige Bergstraße war von mir als kleiner Abstecher gedacht. Doch eigentlich ist es ein komplettes Tagesprogramm, hier hochzufahren. Also wenn ihr die Tour nachfahren wollt, dann plant euch bitte mehr Zeit dafür ein. Ein bisschen schade war es schon, dass ich durch diese geniale Gegend so durchheizen musste. Diese kleine Offroad-Abstecher hier gehört übrigens nicht wirklich zur Straße auf den Gipfel hoch. Der Weg, auf dem immer wieder Kühe und Pferde anzutreffen waren, wirkte auf mich jedoch sehr einladend. Und wenn ich eh schon keine Zeit im Gepäck habe, warum nicht auch noch ein paar coole Fotos in dieser genialen Gegend einfangen?
So, weiter geht's, aber jetzt wirklich nonstop hoch zum Gipfel und wieder zurück. Wobei, beim Biokovo Skywalk auf Glasplatten über den Abgrund laufen, muss auch noch kurz sein. Jetzt gilt's aber wirklich ab auf über 1760 Meter hoch. Also die Auffahrt hier hoch war nicht schlecht. Die Aussicht ist der absolute Hammer. Und die Bergwelt hier, richtig Croatian Style. Da die Mautstraße am Gipfel endet, muss man denselben Weg wieder zurück. So, nach den Anstrengungen am Berg erstmal wieder rein in die Badewanne, hätte ich gesagt. So unglaublich schön hier. Nach der kurzen Badepause geht es weiter auf der Jadranska Magistrala, einer der schönsten Küstenstraßen weltweit. Also der Abschnitt der Küstenstraße ist natürlich der Hammer. Hier geht ein Traumstrand in den nächsten über. Da wird man am liebsten überall anhalten und reinhüpfen, ey. Es schaut so krass aus. Richtig glasklares Wasser. Also hier unten ist jetzt richtig schön vom Meer. Der kroatische Teil der Jadranska Magistrala ist über 800 Kilometer lang. Doch hier unten im Süden nahe Dubrovnik ist definitiv ihr schönster Abschnitt. Hier fährt man permanent entlang kroatischer Bilderbuchkulissen. Die unzähligen Traumstände hier wollen ein Laufen verlocken, eine Badepause einzulegen. Doch ich habe leider nicht so viel Zeit im Gepäck, denn ich möchte heute noch bis nach Bosnien kommen. So, das war's jetzt mit Kroatien und dem Meer. Ich fahre jetzt wieder ins Landesinnere nach Bosnien, da werde ich heute Nacht schlafen. Und dann geht's weiter über Montenegro nach Albanien in die nächsten 5 Tage. Da freue ich mich jetzt drauf, also Kroatien auf jeden Fall eine 1 mit Stern. Gerade im Inland hat es mir wirklich super gut gefallen. Die Küste natürlich auch, absoluter Traum. Und so verlasse ich nach 4 Tagen das wunderschöne Kroatien und mache mich auf in den echten Balkan. Und auch wenn die Küste in Kroatien wunderschön war, so fühlt es sich für mich richtig an, hier wieder in Bosnien zu sein. Abseits der Touri-Massen fühle ich mich einfach deutlich wohler und das Abenteuer-Feeling kommt wieder richtig hoch. Und als ich in der Ortschaft Stolak noch einen coolen Campingplatz finde, kann ich mein Grinsen nicht mehr unterdrücken. So, Campingplatz am Fluss in Bosnien. Der Betreiber hier mega cool drauf, hat mir zur Begrüßung gleich mal ein bosnisches Bier in die Hand gedrückt. Da waren wir natürlich gleich auf einer Wellenlänge. Ja, Campingplätze gibt es hier nicht so viele. Albanien und Bosnien auch nicht. Und man muss sich davon verabschieden, dass man hier irgendein Luxuscamp findet. Aber sowas hier, so einheimisch betrieben, richtig cool. Ich hätte heute auch noch die Möglichkeit gehabt, in Kroatien wieder am Meer zum Campen. Aber da hatte ich echt keinen Bock drauf. War mir viel zu viel los. Und genau hier sowas suche ich, so einheimische. So, I'm the manager. So ein bisschen Einheimische kennenlernen, ein bisschen rein ins Land. Also cooler Platz hier auf jeden Fall. So geil, jetzt haben sie mir ja noch extra was zum Essen hingestellt. Vielleicht sehe ich so verhungert aus. Richtig geiler Campingplatz hier. Nach dem Essen baue ich mein Lager auf und nehme ein Bad im Fluss hinter dem Zelt. Hier kann ich abenteuergerecht erstmal das Salz der Adria und den Schweiß des Tages abwaschen. Der Platz hier heißt übrigens River Camp Heaven in Nature und ich kann ihn zu 100% empfehlen. Und so schlafe ich hier nach ein paar selbstgebrannten Krapa vom Betreiber seelenruhig ein. Am nächsten Morgen erwartet mich hier wieder eine Wahnsinnsidylle. So ein geiles Camp. Hier hinten kommt direkt der Wasserfall, so ein kleiner Wasserfall raus. Glasklarer Fluss. Hier ist mein Camp. Da ist so ein Aprikosenbaum.
Geil. Erstmal frühstücken. Super lecker. Ich habe jetzt so ungefähr Halbzeit auf meiner Tour. Und irgendwie habe ich heute Morgen so das Gefühl, dass die beste Hälfte noch bevorsteht. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber seit ich hier gestern auf dem Camp angekommen bin, bin ich irgendwie im Balkan angekommen. So mittendrin irgendwie jetzt. Kroatien hinter mir, jetzt kommen noch die richtigen Balkanstaaten, wo man eigentlich so als Touri jetzt noch nie unterwegs war. Ja, Bosnien, Montenegro, Albanien. Also der Campingplatz hier, der war jetzt echt irgendwie richtig cool. Hab da gestern mit den Besitzern noch selbstgebrannten Krapa getrunken. War echt gut drauf, ey. Oh, mein erstes Frühstück auf der Tour. Die sind hier so freundlich, das ist der Hammer, ey. Also wenn ihr hierher kommt, braucht euch kein Bier oder sonst was vorher besorgen. Hier gibt's alles in Hülle und Fülle und mega günstig. Also Camping, paar Bier, paar Cola, Frühstück, Abendessen, 20 Euro. Richtig geil. Also wer hierher kommen will, kein Luxus erwarten, aber richtige Gastfreundschaft und tolle Natur außenrum. Also jetzt geht's ab nach Montenegro. Meine Route an diesem Tag startet in einer tollen Schlucht entlang des Flusses Bregava. Ein paar Kilometer später verlasse ich dann auch das 3,3 Millionen Einwohner kleine Land und befinde mich an der Grenze zu meinem nächsten Balkanstaat. Und genauso wunderschön, wie mich Bosnien verabschiedet hat, begrüßt mich das 620.000 Einwohner starke Montenegro. So, Montenegro läuft bis jetzt. Hatte gerade schon den ersten Polizeikontakt. Da war gerade angeblich auf so ein Stückchen 50 und ich bin mit dem Strom deutlich schneller mitgefahren. Auf jeden Fall haben sie mich rausgezogen. Aber keine Ahnung, ey, die haben nicht mal einen Blitzer oder einen Laser oder irgendwas gehabt. Also haben so rumgedruckt und so und irgendwann habe ich denen dann jedem 20 Euro, also waren zwei Polizisten, habe jedem 20 Euro in die Hand gedrückt. Und passt schon, oder? Hast du gesagt, ja, passt, fahr weiter. Ja, zuerst fand ich es ganz lustig, dass man sich hier freikaufen kann. Aber im weiteren Verlauf der Reise traf ich immer mehr deutsche Touris, denen es genauso ging. Also Achtung vor der Polizei hier, die stehen teilweise alle 10 Kilometer und haben eine Vorliebe für deutsche Touristen. Ich bin mittlerweile im äußersten Nordwesten von Montenegro am größten Stausee des Landes angekommen, den Pivsko Jezero. Und hier holt mich schon das zweite Unheil an diesem Tag ein. Diesmal war es aber deutlich schlimmer, als ein paar Euro an die Polizei zu verlieren. Ja, schlechte Nachricht, Leute. Meine Drohne hat den Geist aufgegeben. Die Kamera ist nur noch am Flimmern. Du kommst leider nicht repariert. Scheiße. Da ich die Situation aber nicht ändern kann, versuche ich das Problem möglichst schnell zu verdrängen und mir die gute Laune hier nicht verderben zu lassen. Was mir bei dieser traumhaften Kulisse auch nicht schwer fällt. Und so nehme ich es auch mit Humor, als die dritte Hiobsbotschaft an diesem Tag hereinkommt. In einer SMS teilt Vodafone mir mit, dass ich heute schon 65 Euro Datenvolumen verbraucht habe. Also nächster guter Hinweis für euch. In den Nicht-EU-Balkanstaaten unbedingt mobiles Internet am Handy ausschalten. Ansonsten droht das teuerste Roaming ever. Ey, das schaut hier sowas von krass aus. Das ist der Fluss Piva, ähnlich wie die Tara, hat hier so eine riesige Schlucht reingefressen ins Land. Und weiter vorne kommt dann die Tara-Schlucht, die tiefste Schlucht von Europa. Also sieht mal richtig krass aus hier. Sowohl die Piva als auch die Tara hier fließen gemeinsam in die Donau. Die Tara-Schlucht ist mit einer Länge von über 78 Kilometern und einer Tiefe von stellenweise über 1300 Meter nicht nur die tiefste Schlucht Europas, sondern auch mit eine der tiefsten auf der ganzen Welt. Die Tara-Schlucht befindet sich zu großen Teilen auch im Durmitor-Nationalpark. Und auf einer mega coolen Straße fahre ich genau dort hinein. Der Durmitor-Nationalpark umschließt das Bergmassiv Durmitor, welches ein Teil der Dinariden ist. Der Park, der seit 1980 auch zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört,
zählt 48 Gipfel über 2000 Meter. Der höchste von ihnen ist sogar 2522 Meter hoch. Ein Gipfel, der auf den komischen Namen Bobotov-Kuk hört. Die Fahrt auf dieser mega coolen Passstraße durch das Domitor-Gebirge war schon ein echtes Highlight. Hier trifft man nicht nur permanent auf Kühe, Schafe und sogar wilde Pferde, sondern man fährt auch permanent über der Baumgrenze und hat so eine ganze Weile genialste Aussicht. Und ganz allgemein muss ich sagen, nach meiner anfänglichen Pechphase in Montenegro hat mich die Landschaft hier die letzten 150 Kilometer mehr als von den Socken gehauen. Angefangen beim wunderschönen Stausee Pivsko Jezero, dann entlang der Piva-Schlucht und jetzt auf über 1900 Meter im Durmitor Nationalpark. Und obwohl mein größtes Highlight erst morgen folgt, kann ich heute schon sagen, Montenegro teilt sich mit Albanien den Platz 1 auf meiner Balkanreise. So, angekommen. Bin jetzt hier auf dem Campingplatz. Baue ich mir mein Zelt auf. Geiles Camp. Der Tag heute. Montenegro wirklich sehr, sehr schön. Landschaftlich richtig der Hammer. Der Domitor Nationalpark vor allem richtig cool. Dann diese Piva-Schlucht, der Oberhammer mit dem Stausee. Also war landschaftlich eine 1 mit Stern. Und so baue ich in der Ortschaft Sabljak mein Zelt auf und lasse bei ein paar einheimischen Bier die megamäßigen Eindrücke des Tages sacken. Am nächsten Morgen begrüßt mich wieder herrlichster Sonnenschein. So, guten Morgen, Leute. Wir haben es jetzt 8. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg zu dem See da unten. Also Wahnsinn, wenn man hier in den Wäldern von Montenegro unterwegs ist, da könnte man nicht meinen, dass man hier südlicher wie Rom sich schon befindet. Das schaut hier eher aus wie im hohen Norden, also die Bäume total mit Moos bewachsen. Hier der Gletschersee, Cherno Lake und richtig krasse Landschaft hier irgendwie, hätte ich so gar nicht erwartet. So, Frühstück mit Aussicht. Ja, der See hier, der liegt so auf knapp 1500 Höhenmeter und da oben sind sogar noch Altschneefelder. Man kann es echt kaum glauben, ey. Tagsüber, da knallt hier die Sonne her. Da wird kein Mensch mit Schnee rennen hier. So, wir haben es kurz nach 10. Mein Zelt habe ich abgebaut. Also, jetzt geht die Tour weiter. Heute geht es noch bis nach Albanien. Yeah. Am frühen Morgen hier im Durmitor Nationalpark hatte ich noch keine Ahnung, dass der bisher beste Tag meiner Tour folgen wird. Und ich würde sogar sagen, der zweitbeste Tag meiner gesamten Balkanreise. Am frühen Vormittag fahre ich hier erstmal entlang der mega beeindruckenden Tara-Schlucht. Und erreiche nach ein paar Kilometer schon die berühmte Durdivica-Tara-Brücke. Ich bin jetzt hier an der Tara-Schlucht und an so einer geilen Brücke. Da wären ein paar Drohnenaufnahmen geil gewesen. Da aber die Kamera kaputt ist von der Drohne, bin ich gerade am Überlegen, ob ich mich einfach selber in die Lüfte beam. Ja doch, das sieht schon recht spaßig aus. Und los geht's. Ja, bye bye. Hello. Stay. Good. Very good. Also, die 15 Euro waren jetzt gut investiert. Zwar nicht viel vom Fluss gesehen, aber war auf jeden Fall eine Mordsgaudi. Also, was ich an solchen Aktionen sehr zu schätzen weiß, wenn es nicht viel Zeit kostet. Und es war gerade echt cool. Hab mein Motorrad direkt 2 Meter daneben geparkt, hochgelaufen, 15 Euro bezahlt und eine Minute später war ich schon in der Luft. So ein kleines Stück über die Brücke wieder zurücklaufen. Ganze Aktion, vielleicht 10 Minuten gekostet und war auf jeden Fall eine Mordsgaudi. Hat doch was Gutes gehabt, dass die Drohne kaputt gegangen ist, sonst hätte ich das ja nie gemacht hier. Mit der Zipline über die 150 Meter tiefer liegende Tara zu schweben, war schon ein Mördererlebnis und auf jeden Fall nachahmungswert.
Weiter geht's auf einer absolut traumhaften Straße, über 50 Kilometer, immer am Fluss Tara entlang und im Domitor Nationalpark. Also, die Tara-Schlucht hier zum Durchfahren, absolutes Highlight. Der Fluss ist glasklar, sieht ähnlich aus wie die Soča in Slowenien. Die Tara-Schlucht wird nicht nur als die längste und tiefste Schlucht Europas, sondern auch als die ursprünglichste angepriesen. Und ich muss schon sagen, die Fahrt hier entlang war nicht nur fahrtechnisch, sondern vor allem landschaftlich der absolute Hammer. Doch trotzdem steht das größte Highlight an diesem Tag noch bevor. In der Nähe der Ortschaft Močkovac biege ich ab auf einen meiner besten Offroad-Tracks ever. So, ich bin jetzt hier im Nationalpark Biogranska Gora. Kommen wir jetzt so eine Straße hochfahren zu so einem See. Die kostet 3 Euro. Und ich fahre jetzt dann hier hinten in die Berge rein. Der Biogradska Gora Nationalpark ist vor allem bekannt für seine Urwälder. Und nach dem Biogradsko See geht es durch hier unendliche Serpentinen durch genau diese Urwälder, bis man auf knapp 1700 Höhenmeter die Baumgrenze erreicht und ab hier mit genialer Aussicht fährt. Jo, geile Offroad-Strecke. Hat sich bis jetzt schon mal richtig rentiert. Bin hier auf über 1700 Meter. Hier wäre jetzt ein richtig geiles Camp mit so Tiny-Hütten. Also, wenn ich das nächste Mal hierher fahre, würde ich gerne hier oben mal übernachten. Schaut richtig nett aus. Die Besitzerin ist auch sehr freundlich. Die hat mich jetzt auf jeden Fall mal hier schon eingeladen, eine Cola zu trinken. Das schaut doch nett aus, oder? Hier, kalte Getränke. Bier wäre auch da. Dann nehmen wir eine Coke. Ja, heute läuft's. Sehr gut. Bin schon wieder im Element hier, Offroad fahren. Und geile Landschaft natürlich. Der Grund, warum ich mich über kleine Oasen hier immer so riesig freue, ist, dass ich natürlich nicht in den heimischen Alpen unterwegs bin, sondern in fernen, mir bis dato völlig unbekannten Balkanstaaten. Und da ich die Route komplett alleine ausgesucht habe und auch nicht wusste, ob sie überhaupt motorradtauglich ist, freue ich mich natürlich umso mehr, wenn ich hier die super gastfreundlichen Einheimischen treffe. Also hier oben ist schon mal richtig idyllisch, ey. Also, bester Offroad-Part bis jetzt auf der Tour. Und wie anfangs schon erwähnt, wer die genialen Strecken nachfahren möchte, muss sich nur die GPX-Tracks aus der Videobeschreibung holen. So, weiter geht's auf meiner frisch entdeckten Montenegro-Kammstraße mit genialster Aussicht. Wir haben es Ende Juni im südlichen Montenegro und mir versperrt hier ein scheiß Schneefeld den Weg, Alter. Fuck, das muss ich abwägen. Entweder den Weg freiräumen oder einen Umweg in Kauf nehmen. Eine scheiß Position zum Drehen, ey. Naja, der Schnee ist steinhart und da müsst ihr richtig Material bewegen. Also keine Chance, hier einen Weg frei zu machen. Jetzt muss ich irgendwie versuchen, mein Motorrad umzudrehen. Hab schon einen anderen Weg gefunden. Ist vielleicht sogar der schönere. Vielleicht eine halbe Stunde Umweg, wenn überhaupt. Vielleicht auch bloß eine Viertelstunde. Also immer gut, wenn man Offline- und Offroad-Navigation mit an Bord hat. Sonst wird es schwieriger. Also ich habe mit Bergfex da die besten Erfahrungen. Findet man halt bei so einer Situation auch gleich einen Ausweg. Scheiße. Naja, okay. Ab geht's. Umdrehen. Ja, bis jetzt habe ich mich schon richtig cool gefühlt, dass ich mich hier auf den teilweise schon anspruchsvollen Passagen mit meiner Faust rum durchgekämpft habe. Doch als mir ein uralter VW Golf mit 4 schweren Jungs beladen entgegenkommt, dachte ich mir, okay, so krass ist es wohl doch nicht. Die 4 lustigen Zeitgenossen haben mir auf jeden Fall versichert, dass mein Weg bis runter ins Tal nicht allzu schwierig ist. Und so entpuppt sich mein eben gefundener Umweg als ein echter Geheimtipp. Und ist vielleicht sogar schöner als meine ursprünglich geplante Route. Alles sowas von schön. Ich würde hier am liebsten den ganzen Tag bleiben, ey.
Ich muss noch bis Albanien kommen, sonst geht mein Plan nicht auf. Aber der Nationalpark hier in Montenegro, der absolute Hammer, ey. So richtig geile Strecke hier. Meine Montenegro-Kammstraße führte bis auf knapp 2000 Meter hoch und war somit mein bisher höchster Punkt der Reise. Die wahnsinnige Idylle vom Biogradska Gora Nationalpark werde ich mit Sicherheit nicht so schnell vergessen. Und mein Aufenthalt hier war definitiv das zweitgrößte Highlight auf meiner gesamten Reise. Hey, überall die Wildpferde und Kühe. Das ist so krass. Also Montenegro seit heute 1 mit Stern. Und nach guten 3 Stunden Aufenthalt verlasse ich die absolute Traumstraße und mache mich auf den schnellsten Weg nach Albanien. Denn wir haben es bereits 17 Uhr und ich habe noch gute 150 Kilometer auf relativ schlechten Straßen bis zu meinem Ziel in Albanien heute. Der Grenzübergang ist noch ein bisschen einfacher gehalten, wie die vorherigen. Eine Holzhütte. Muss ich kurz meinen Ausweis und Fahrzeugpapiere reinstrecken. Dann geht's weiter in Albanien. Ja, meine ersten Kilometer in Albanien. Das Land, auf das ich mich vor der Tour am allermeisten gefreut habe. Und was soll ich sagen, die ersten Eindrücke sind schon mal richtig vielversprechend. Die Bergkulisse hier haut einen fast von den Socken. Und auf der Straße sind mehr Tiere als Autos unterwegs. Jo, die ersten Kilometer auf Albaniens Straßen. Richtig cool. Ich habe jetzt einen Campingplatz ausgemacht, Lakes Koga Resort. Ziemlich großer, an so einem See. Da sind noch ungefähr 60 Kilometer. Dann haben sie jetzt Simne. So bis um 8 Uhr werde ich da sein, vermutlich. Ja, und wie ihr an den ersten Kilometer in dem 2,8 Millionen Einwohner kleinen Land erkennen könnt, kommt man hier als Deutscher in einer völlig anderen Welt raus. Jede Menge Weidevieh tümmelt sich auf der Straße rum und als Fortbewegungsmittel muss auch mal ein Esel dienen. So, Tour für heute ist geschafft. Tag heute war mega cool. Und die ersten Kilometer in Albanien waren auch sehr vielversprechend für morgen. Also heute gibt's mal Bier in einheimischen Größen. Also den Campingplatz kann ich auch empfehlen, ey. Mega cool. Hier direkt an dem See mit geiler Bergkulisse im Hintergrund. Albanien läuft, bis jetzt hätte ich gesagt. So, guten Morgen. Heute bin ich mal früh raus aus den Federn. Um 7:30 geht jetzt schnell was frühstücken hier und dann mache ich mich auch schon auf den Weg, weil heute steht der TED an, TED Nationalpark, Haufen Offroad. Bin mega gespannt, schaut richtig cool aus da oben. Ja, manche Sachen laufen hier einfach anders. Da gibt es ein Omelette für 2 Euro auf der Karte. Ich denke mir, okay, das kann ja nicht groß sein, da bestellst du mal lieber 2. Aber sind doch ganz gute Portionen. So, mein Camp ist abgebaut. Bin sehr gut in der Zeit. Wir haben es jetzt 9. Und jetzt geht's los aufs Abenteuer TED. Den Campingplatz Lake Shkodra Resort kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Es ist auf jeden Fall einer der wenigen Plätze im Balkan, der annähernd mitteleuropäischen Standard pflegt. Die ersten 50 Kilometer heute spule ich relativ zügig ab. Bis ich in einem kleinen Bergdorf ankomme namens TED. Da spricht man vielleicht auch Tess oder Thess. Auf jeden Fall ist das Örtchen Namensgeber für den Nationalpark außen herum. So, die Anfahrt bis zu dem Dorf Ted. Die ist seit ungefähr 3-4 Jahren geteert. Die bin ich jetzt ziemlich zügig durchgefahren. Weil jetzt kommt ein relativ langes und hartes Offroad-Stück. Und dafür braucht man Zeit. Und die habe ich heute. Wir haben es nicht mal 11. Und kann mir jetzt den ganzen Tag hier Zeit lassen im Nationalpark. Muss dann, wenn ich aus dem TED raus bin, nur noch bis zur Comanfähre fahren, vielleicht noch 50 Kilometer. Den Rest des Tages kann ich hier genießen. Schaut schon mal richtig cool aus hier.
Die Berge rund um Tess erreichen eine Höhe von bis zu knapp 2700 Metern. Bis in die 1980er Jahre lebten ungefähr 7000 Menschen hier. Mittlerweile sind es nur noch um die 80. Die Fluktuation kommt von der extrem schlechten Erreichbarkeit und dass man hier im Winter mehrere Monate komplett von der Außenwelt abgeschieden ist. Seit die Nordroute jedoch geteert ist, gewinnt der Tourismus immer mehr an Bedeutung und das Wohnen hier wird wieder attraktiver. So langsam aber sicher wird der Weg interessanter. Geht hier so entlang an dem Fluss und der Belag wird langsam gröber. Es fängt an Spaß zu machen. So langsam aber sicher läuft der Ritt durch den Tet-Nationalpark auf vollen Touren. Die Mittagssonne brennt erbarmungslos mit bis zu 35 Grad vom Himmel runter. Und obwohl der Park hier weit über die albanischen Grenzen hinaus bekannt ist, fahre ich hier weitestgehend komplett alleine. Und wenn man auf die Landkarte schaut und realisiert, wo man hier eigentlich ist, fühlt man sich schon fast wie ein Weltreisender. So, Tet läuft, es ist knalleheiß. Ich acker mich hier durch. Bis jetzt, von der Schwierigkeit her, finde ich es echt in Ordnung. Also nicht allzu schwierig zum Fahren. Ja, also so schauen dann die etwas schwierigeren Passagen aus. Aber alles machbar. Natürlich ist das Empfinden von schwierig und nicht schwierig von Motorradfahrer zu Motorradfahrer unterschiedlich. Und es gibt definitiv immer wieder Biker, die auf dieser Strecke kapitulieren müssen. Ich würde sie vom Schwierigkeitsgrad ziemlich gleich mit der ligurischen Grenzkammstraße setzen. Und sie ist somit definitiv machbar, auch für große, vollbeladene Reise-Enduros wie meine Fastroam. Und natürlich auch eine große BMW GS wie die, die sich gerade vor mir hinlegt, ist für die Strecke hier bestens geeignet. Dem BMW-Fahrer kurz wieder auf die Reifen geholfen und schon geht es weiter. Und eins kann ich euch versprechen, wer sich trotz der drohenden Strapazen hier hochwagt, der erlebt ein richtiges Abenteuer. Hier kann man in allerschönster Natur 6 Stunden lang am Stück Offroad fahren. Ich bin stolz auf meine Fastroam. Also da waren jetzt Passagen dabei, die waren echt hart. Also definitiv schwierig. Habe da schon einigen Bodenkontakt mit meinem Unterbodenschutz. Gut, dass ich früh gestartet bin, weil der Weg kostet Zeit. Eine Oase im Sonnenschein. Geil, mitten im Nirgendwo. Ein kleiner Pub. Tet Nationalpark Südrunde Offroad Track. Absolut empfehlenswert. Eins mit Stern. Macht richtig Bock hier gerade durch die Berge zu heizen. Und vor allem der Track ist ewig lang. Es dauert viel Zeit mit dem und vor allem Volltanken unten. Ich habe jetzt noch halb voll, der zeigt noch, keine Ahnung, ein bisschen über 100 Kilometer Restreichweite an. Also immer mit dem vollen Tank hier hochfahren. So, der Tet ist geschafft. Vielleicht noch ein, zwei Kilometer auf Schotter, bevor es dann wieder auf Teer geht. Jetzt haben wir 16 Uhr, angefangen habe ich glaube um 9. Ja, 7 Stunden. Und Benzin ist auch fast alle, hey. Also die Straße hat es in sich. Auf jeden Fall kann mich jetzt nichts davon abhalten, da rein zu hüpfen. Hey, das hat bis zu 35 Grad gehabt heute. Halt. Ich schwitze wie Hölle, alle meine Klamotten kleben an mir. Also ab ins Wasser. Oh, Alter, tut sich gut. Mann, hab ich geschwitzt.
Die Fahrt durch den TESS-Nationalpark landet knapp nach der Montenegro-Kammstraße auf Platz 3 meiner Balkantour. Und so komme ich nach knapp 200 Kilometern wieder auf Asphalt raus. Wie die Montenegro-Kammstraße war auch die Teststraße definitiv eine 1 mit Stern. Einen kleinen Punktabzug gab es hier nur fürs Schwitzen und weil doch einige Kilometer in bewaldeten Gebieten mit wenig Aussicht verlaufen sind. Vorbei an Shkodra, der fünftgrößten Stadt Albaniens, mache ich mich auf den direkten Weg nach Komarn. Die Straße hier entlang am Fluss Drin ist wunderschön, jedoch habe ich leider keine Zeit, es so richtig zu genießen, da die Sonne schon unter den Horizont gefallen ist und ich nicht weiß, ob am Ende der Strecke auch ein Campingplatz auf mich wartet. Doch wie immer habe ich Glück und werde in der Ortschaft Komarn fündig. Jo, angekommen. Hier kurz vor dem Fährenhafen am Komarn-Stausee. Also auf den erfolgreichen Tag. Kiwi-Baum. Da ich immer noch von oben bis unten klebe und eine Abneigung gegen Campingplatz-Duschen habe, nutze ich die Abendstunden nochmal für eine richtig abenteuergerechte Wäsche. Also für das, dass hier den ganzen Tag 35 Grad hatte, ist das Wasser ganz schön eisig. Aber die Wäsche war gut. Ich fühle mich 10 Kilo leichter. Aber ganz schön geschwitzt auf dem Offroad-Pass, ey. Auf einen gemütlichen Abend mit toller Aussicht folgt ein mindestens genauso toller Morgen. So Leute, ich habe mein Camp abgebaut. Es ist kurz nach 8. Ich fahre jetzt hier zur Fähre, Komarn-Fähre ins Valbonatal. Fähre habe ich gestern gebucht übers Internet. Hat 25 Euro gekostet und Check-in ist jetzt um 8.30 Uhr. Aber mein Campingplatz ist hier bloß 1 Kilometer weg vom Fährenhafen. Also alles easy. Und so mache ich mich früh morgens auf zum 34 Kilometer langen Komarn-Stausee, wo schon eine von zwei Autofähren auf mich wartet. Fähre verladen auf Albanisch. Ich lach mich schlapp, ey. Hier wuseln 100 Leute rum, jeder eine Kippe im Maul. Alle fragen, hast du Ticket? Ja, geil, aber ich bin auf dem Schiff. Nach einer halben Stunde Verladung sind dann alle Fahrzeuge auf engstem Raum gequetscht und es geht los. Die beiden Autofähren starten auf dem 50 bis 400 Meter breiten Stausee, der sich hier eindrucksvoll durch die albanischen Alpen schlängelt. Die dreistündige Fahrt ist schon ein ganz besonderes Highlight und ich kann sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Den Zielort Firca könnte man auch auf einer Straße erreichen. Das würde aber mindestens genauso viel Zeit in Anspruch nehmen. Nach der Komarn-Fähre geht es erstmal auf einer romantischen Straße entlang des Flusses Valbona in dessen Tal. Die Valbona gilt als größter Fluss der albanischen Alpen und bezaubert mit ihrem glasklaren Wasser. Auch die Fahrt durchs Valbona-Tal ist definitiv ein Motorradfahrer-Highlight. So, und wer sich die ganze Zeit gefragt hat, was war denn nun die Top 1 auf meiner Balkantour, jetzt kommt's. Also Leute, Valbona-Tal 1 mit Stern. Also von der Fähre runter bis dahinter sind ungefähr 40 Kilometer. Mega geil, immer an so einem glasklaren Fluss entlang. Und dahinter an richtig hohe Berge. Das ist dann quasi gegenüber vom Tettal. Und bei mir geht es jetzt weiter auf das nächste Highlight. Also der Tag heute ist richtig actionbeladen. Zuerst Komarn-Fähre, dann Valbonatal und jetzt fahre ich hier Offroad nach Doberdol hoch. So ein Bergdorf auf 2000 Meter. Und da schaut es richtig krass aus. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Doch zwischen mir und Doberdol liegen noch 30 Kilometer Offroad-Piste. Und hier unten im freundlichen Tal mit Sonnenschein ahne ich noch nicht, was mich heute noch alles erwartet. Zunächst geht es hier im Nationalpark Valbonatal ganz gemächlich, auf gutem Belag, kontinuierlich nach oben. Schon bald befinde ich mich auf gut 2000 Höhenmeter und über der Baumgrenze. Ab hier werden die Aussichten schon mal richtig hammermäßig. Also die Strecke ist extrem cool, ziemlich einfach zum Befahren, also Offroad nicht annähernd so schwierig wie der Ted gestern. Und ich bin jetzt hier auf fast 2000 Meter Höhe. Es gibt richtig geile Aussichten. Ein bisschen zu schaffen macht, sind hier die Wolken.
hat es vorhin schon ein bisschen gedonnert. Würde auf der Höhe Ungarn von einem Gewitter überrascht werden. Hab noch ungefähr 10 Kilometer bis Dobadol. Und die denke ich, muss ich jetzt mal in Angriff nehmen, nicht, dass hier doch noch was runterkommt. Und bei allen Entscheidungen, die man hier oben trifft, muss man immer im Hinterkopf behalten, dass man hier weder Internet noch Handyempfang hat. Außerdem sind die Berge sehr dünn besiedelt und Hilfe könnte unter Umständen sehr weit entfernt sein. Der Himmel zieht weiter zu. Wartet hier mal ab. Ich habe kein Internet, ich kann nicht schauen, ob jetzt ein Gewitter im Anmarsch ist oder ob es nur dunkle Wolken sind. Da hinten sind so verlassene Häuser, da steht die Tür offen. Da könnte ich mich dann notfalls unterstellen. Es ist nicht so, dass ich Angst vorm Regen habe, aber ein Gewitter am Berg kann mal schnell gefährlich werden. Deswegen gehe ich jetzt hier kein Risiko ein. Ich hätte noch 10 Kilometer bis Dobadol. Aber das ist mir jetzt zu riskant. Ich warte jetzt hier erst auf die Wetterlage ab. Aber mehr als ein paar entfernte Blitze und Donner haben mich hier Gott sei Dank nicht eingeholt. So, der dunkelste Teil der Wolken hat sich nach da hinten verzogen. Hat ein bisschen gedonnert, aber ist Gott sei Dank trocken geblieben. Ich denke, ich fahre jetzt weiter und riskiere es. Hier oben auf über 2000 Meter befindet man sich am Dreiländereck Montenegro, Albanien, Kosovo. Und allein das sorgt schon für einen relativ hohen Adrenalinspiegel. Als die Straßen in dieser absolut verlassenen Gegend dann immer noch schlechter wurden, fing ich langsam an, mich zu fragen, ob in Dobadol überhaupt jemand ist. Und so nimmt die Rutschpartie in der albanischen Wildnis immer weiter ihren Lauf. Denn für so einen schlammigen Untergrund hatte ich definitiv die falschen Reifen drauf. Die Straße versucht mich in die Knie zu zwingen, ey. Richtig krasse Schlammlöcher, ey. Ey, ich rutsch nur noch hin und her, ich weiß nicht, ob ich da überall durchkomme, echt. Die Schneeschmelze ist ja einfach noch nicht lang genug her. Ich denke, im Sommer schaut es hier besser aus als im Hochsommer. Aber aktuell mit meinen Reifen eigentlich fast unfahrbar, ey. Ja, da hilft nur eins, mit dezent durchdrehenden Reifen Meter für Meter nach oben schrauben. Aber eins ist klar, wenn ich hier durch bin, gibt es kein Zurück mehr. Denn bergab diese Schlammstrecken mit meinen Reifen zu meistern, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Puh, ich schwitze. Also das ist definitiv das größte Abenteuer auf der Reise hier. Die Straße hier hoch. Dunkler, wolkenverhangener Himmel. Ich bin ja genau auf der Grenze zwischen Montenegro und Albanien in den Bergen auf 2000 Meter Höhe und habe keine Ahnung, was die Strecke hier noch so hergibt. Also wenn es noch schlechter wird, muss ich umdrehen, was aber auch scheiße ist, weil dann muss ich die ganzen Schlammpfützen da, diese übelst krassen im Runterweg machen und das ist mit dem Vorderreifen keine Chance, keine Chance. Ha. Habe ich mich mal hier nicht irgendwo rein verfranst, da wo ich nicht mehr rauskomme, hey. Wahnsinn. Ja, meine Nervosität auf diesem Stück war nicht unerheblich. Denn in dem Moment, als ich die krasse Schlammpiste nach oben geackert bin, bin ich all in gegangen. Das heißt, wenn jetzt noch ein Stück kommt, wo ich nicht weiterkomme, muss ich umdrehen. Und das wäre schier unmachbar geworden. Dass ich schon seit 2 Stunden keine Menschenseele mehr getroffen habe, beruhigt mich auch nicht sonderlich. Und dass es in den Bergen hier freilaufende Bären und Wölfe gibt, lassen wir mal noch dahingestellt. Alles in allem also ein Abenteuer der Superlative. Und genau sowas suche ich und brauche ich. Deswegen die Strecke nach Dobadol hoch und wieder runter, meine Nummer 1 auf der Balkantour. Leute, da hinten donnert's. Die Straße war echt abnormal krass, ey. Da denkt man immer, jetzt hat man die Fahrstrom schon ans Limit gebracht, aber dann kommen immer wieder neue Herausforderungen. Aber ich bin jetzt beruhigt. Wir haben gerade so ein Jeep mit ein paar Albaner. Die haben jetzt gesagt, da sind Dobadol
das Gästehaus aufhat, dass es da was zum Essen und zum Trinken gibt und vor allem, dass der Weg, den ich morgen runterfahren will, deutlich besser ist und dass kein Schlamm auf dem Weg ist, den ich morgen runterfahren will. Das wäre noch die Hölle gewesen, wenn ich hier wieder zurück musste. Also so steil, bergab nur Schlamm, im Hochweg kann man den Reifen ja hochdrehen lassen, aber im Runterweg, wenn man bremst und der Reifen blockiert einfach nicht mehr, sondern rutscht, dann ist man einfach am Arsch. Und deswegen bin ich jetzt heilfroh, dass die gesagt haben, der Weg da drüben ist ohne Schlamm. Ich hoffe, das stimmt dann auch. V-Strom, abnormal, auf die Kiste ist Verlass, ey. Das war das härteste Stück meines Lebens, ey. Bin hier genau auf der Grenze zwischen Albanien auf der Seite und Montenegro da drüben. Die Aussicht ist mega krass. Ich setze mich jetzt hier mal 5 Minuten hin. Aber Dobrodol ist in Sichtweite. Sind noch 10 Minuten. Und ich glaube, das schlimmste Stück habe ich hinter mir. Oh Leute, Leute. Das war ein Abenteuer. Ja, da unten liegt Dobrodol. Geilste Bergkulisse. Leute, ich hab's geschafft, ich bin in Dobrodol, unfallfrei, aber es war haarscharf. Auf jeden Fall, hier oben gibt's Bier, es gibt sogar WLAN. Es sind einige Leute hier, hauptsächlich Wanderer. Ich bin der einzigste Biker. Ey, das war ein Höllenritt hierher. Aber voll geil, es ist erst 5, ich habe noch richtig Zeit hier. Jetzt baue ich erstmal mein Zelt hier auf. Es war's. Und dann wird's hier gechillt. So geil, hier wird kaltes Bergwasser in den Kühlschrank eingeführt. Garantiert kaltes Bier, auch ohne Strom. Meine Karre ist mal richtig dreckig, ey, meine Hose auch. Ja, wer hätte es geglaubt, der Himmel klart auf, ich bin hier in Dobrodol als einzigster Biker und ist einfach nur geil, ist echt geil. Aber wenn ihr hier ein Bett wollt, also ich habe jetzt hier mein Zelt aufgebaut, weil Betten sind komplett ausgebucht. Das ist hier so ein Hotspot für Wanderer, das liegt wohl auf irgendeinem Wanderweg, Peaks of Balkan oder so. Und deswegen ist hier auch einiges los, was mich aber wirklich freut, hier wieder unter Leute zum sein, nach dem einsamen Track hier hoch. Das ist hier so ein krasser Ort. Also ich stehe hier in Albanien, über dem Bergkamm ist Montenegro und über dem Bergkamm ist Kosovo. Und da sind Pferde, Kühe und jede Menge Schafe. Und hier unten ist das Camp, Lagerfeuer brennt schon. Richtig cool. Also Dobrodol extrem schwer zu erreichen. Aber ich glaube, es wird mein Lieblingsort in Albanien. Richtig, richtig cool hier. Ich weiß gar nicht, wie ich Dobrodol beschreiben soll. Es ist ein Zusammenschluss von mehreren alten Viehalmen auf einer Höhe von 1900 Meter und eingekesselt von über 2500 Meter hohen Bergen. Vor allem aber ist es ein Ort in absoluter Abgeschiedenheit, der vor Ruhe und Idylle fast übersprudelt. Und wenn es in Albanien einen Ort zum Krafttanken gibt, dann definitiv hier. Also, Dobrodol 1 mit Stern. Auf jeden Fall hier oben, eigentlich muss man hierher kommen. Das ist bis jetzt der absolut coolste Fleck auf meiner ganzen Tour. Hey. Man kann hier sowas von die Ruhe genießen. Also,
richtig schön hier. Bei 6 Grad Außentemperatur lasse ich hier am Lagerfeuer den Abend in internationaler Gesellschaft ausklingen. So, guten Morgen Leute. Es hat geregnet die Nacht. Und regnet vielleicht jetzt dann nochmal. Was für mich nochmal etwas erschwerte Bedingungen heißt. Auf dem Weg hier, die nächsten 5 Kilometer. Weil der ist richtig übel. Ich bin mal ein Stück weg vom Camp gelaufen, mal den Weg schon ein bisschen abchecken. Aber das wird definitiv kein Zuckerschlecken heute. Ja. Schaut bescheiden aus. Ich sitze dann meinen Weg hier. Ich denke, die beste Fahrzeugwahl für den Weg wäre ein Esel oder sowas. Fuck. Ja, für den matschigen Untergrund habe ich ein bisschen den falschen Reifen dabei. Da wären natürlich Stollen besser. Das ist natürlich eine reine Rutschpartie. Und da Jammern bekanntlich nichts hilft und hier oben auch kein Reifenhändler ansässig ist, mache ich mich auf ins nächste Abenteuer. Und so lasse ich frühmorgens das Guesthaus Baschkimi hinter mir und starte mit meinem Straßenreifen in Richtung Dobrodol Pass. Fahrtechnisch steht der Weg hier seinem Vorgänger gestern in nichts nach. Ganz im Gegenteil, das war das schwierigste Offroad-Stück meiner Karriere. Und wie ich gestern Abend erfuhr, wurden die letzten Schneefelder hier erst vorgestern weggeräumt. Und somit bin ich der erste Biker, der dieses Jahr den Weg meistern muss. Ich hab gewusst, dass es heute passiert. Scheiße, erster Crash mit der Faustrom. Aber ich habe sie sanft abgelegt. Ich glaube, nichts passiert. Der Weg ist zu hart, ey. Und weiter geht's. Die Faustrom ist Gott sei Dank heil geblieben. Ursache für den ersten Umfaller mit meinem Bike war übrigens ein dicker Stein, der mir in der Kurve unter dem Hinterreifen weggeploppt war. Das setzte meine 350 Kilo Maschine so schräg, dass ich sie nicht mehr halten konnte. So, ich muss jetzt den Eselpass da hoch, das Dobrodol Pass, und dann geht's Vollgas runter. Ja, die nächsten 5 Kilometer sind ein richtig schlechtes Offroad. Ja, mal schauen, wie wir da durchkommen. Landschaft hier ist auf jeden Fall mega krass. Aber ich bin gerade richtig am Kämpfen mit der Karre, ey. Also definitiv falsche Reifen für die Strecke, ey. Ich bin nur noch am Hin- und Herrutschen, ey. Das ist wie fahren mit Blattfuß. Naja, okay. Jetzt muss ich mal meinen Weg suchen, weil den ich mir eingezeichnet habe, den gibt es scheinbar gar nicht mehr. Gott sei Dank kam in dem Moment ein Mann auf einem Esel angeritten und zeigte mir den neuen Dobrodol Pass. Und der ist selbstverständlich auch in meinen GPX-Tracks enthalten. Die gesamte Auffahrt hier musste ich übrigens hinten raus filmen, weil ich vorne meine Helmklappe aufhaben musste für beste Sicht. Jo, hier ist wohl das Schneefeld, wo sie gestern erst geräumt haben. Jetzt kann man durchfahren. If there's a way, there's a chance, ne? Bin jetzt hier auf 2200 Meter, höchster Punkt meiner Balkanreise. Dobrodol Pass. Das heißt, aber jetzt geht's bergab. Ich bin guter Dinge, dass ich jetzt durchkomme. Die Hälfte von dem schwierigen Stück habe ich schon mal hinter mir. Und der Belag wird wieder besser für mein Michelin Anarchy Adventure, der meiner Meinung nach immer noch ein sehr guter Allround-Reifen ist. Nur Matsch kann er nicht so gut abhaben. Schaut mal richtig krass aus, yo. Jetzt bin mal wieder nur ich und mein Bike in den Alpen von Albanien. Ja, jetzt läuft's wieder, ey. Ich glaube, der Weg, also ich glaube, das Schlimmste habe ich hinter mir. Jetzt die letzten paar Minuten war dann immer so ganz schlecht. Das war jetzt echt eine harte Prüfung. Also hier ist echt Niemandsland, ey. Bis auf die paar Ziegenhirten da hinten.
Wahnsinn, ey. Geil. Oh Leute, ich bin gerade richtig happy. Also, bin jetzt wieder auf besserem Belag unterwegs. Ja, wie man sehen kann, war ich hier schon ziemlich erleichtert, wieder auf sichereren Straßen unterwegs zu sein. Doch auch hier in niedrigeren Höhenlagen ist die Landschaft eine volle Wucht. Deshalb von mir die Auffahrt nach Dobberdol, Dobberdol selbst und die Abfahrt eine absolute 1 mit Stern. Glücklich wie ein kleines Kind schraube ich mich hier weiter den Berg herunter und komme langsam wieder in die Nähe der Zivilisation. Was auch immer das in Albanien bedeuten mag. So, geschafft. Ich bin wieder auf Asphalt. Und was für ein Asphalt. Auf gefühlt 1 Milliarden Kurven geht es zunächst vorbei am Vierzer Stausee und dann stundenlang mitten durch die albanischen Alpen. Das war wirklich eine Motorradfahrer-Traumstrecke wie aus dem Bilderbuch. Und während gestern meine Durchschnittsgeschwindigkeit bei ca. 30 km/h lag, kann ich hier wieder richtig Stoff geben. Und mein Michelin-Reifen kann wieder zeigen, was er kann. So Leute, ich habe jetzt hier gerade was gegessen. Wir haben jetzt Freitag, Sonntag muss ich zu Hause sein. Das heißt, ich habe jetzt noch 3 Tage, wo es wieder Richtung heimwärts geht. Also Dobberdol war der Wendepunkt der Reise. Jetzt geht es wieder in Richtung Norden. Ich will heute auf jeden Fall noch bis Montenegro ans Meer kommen. Zum 3. Mal vorbei am Lake Škoda geht es auf breiteren Straßen weiter in Richtung Montenegro. Hier erreiche ich in den frühen Abendstunden die Bucht von Kotor. Nach kurzer Suche findet sich ein super idyllischer kleiner Campingplatz. Also noch gegensätzlicher könnten die letzten 2 Schlafplätze nicht sein. Heute Morgen in Dobberdol bei unter 10 Grad und dunklen Wolken gestartet. Und jetzt bin ich hier in Montenegro, direkt am Meer. Also Dobberdol ist am Ende der Welt, aber richtig geil. Ich habe heute echt den ganzen Tag noch davon geschwärmt. Für mich ist es, ja, weiß nicht, Dobberdol zu erreichen ist wie eine Prüfung, ey, wie ans Nordkap fahren oder so, es ist eine Bikerprüfung. Wer es da hochschafft, der ist der Champion, ey. Also ich weiß nicht, ob im Hochsommer die Straßen da besser sind, aber das war heute echt hardcore. Aber es ist geschafft und auf den Erfolg gönne ich mir heute mal nochmal ein Montenegro-Bier. Und so endet meine letzte Nacht im Balkan. So Leute, es geht los auf einen vorletzten heißen Ritt. Es sind jetzt 800 Kilometer bis Slowenien, Bledersee die Richtung. Und es ist glühend heiß heute. Also wir haben es jetzt früh um 8. Ich schwitze wie Hölle. Das hat gefühlt schon 40 Grad. Keine Ahnung. Also los geht's. Ich brauche Fahrtwind. So schwinge ich mich in den Sattel und fahre in Richtung Kroatien. Hier geht es zunächst über Landstraßen vorbei an der historischen, weltberühmten Stadt Dubrovnik, bis ich dann später bei Ploče die Autobahn erreiche. Mit bestem Biker-Feeling fliege ich hier 700 Kilometer über die Schnellstraße und erreiche Slowenien. Nach einer kurzen Dusche fahre ich hier im Triglav Nationalpark auf einen schönen Campingplatz. 850 Kilometer sind abgespult. Wir haben jetzt 19 Uhr. Ich bin jetzt hier auf dem Campingplatz. Hier heißt es, ein 11. und letztes Mal das Zelt in genialer Kulisse aufbauen. So, ein letzter Nudelsnack auf der Tour. Mit geiler Aussicht. Am Abend hocke ich mit ein paar slowenischen Bergsteigern am Lagerfeuer. Als kurz vor Mitternacht einer sein Banjo rausholt und zu singen beginnt, schaue ich in die Sterne und versuche zu verarbeiten, was ich die letzten 11 Tage alles erlebt habe.
So wunderschön endet mein letzter Abend auf der Tour, bevor ich mich am nächsten Morgen gleich auf den Weg nach Hause mache. Ich bin hier im wunderschönen Triglav Nationalpark. Es ist 7:30 in der Früh, die Sonne scheint. Und für mich endet hier eine über 4000 Kilometer lange Reise. Ich war insgesamt in 7 Ländern unterwegs. Habe mitunter das härteste Offroad gefahren, was ich bis jetzt in meinem Leben gemacht habe. Und was soll ich sagen? Die Tour war einfach nur der Hammer, ey. Also, was ich auf der Tour also erlebt habe, das war echt... Da brauche ich wahrscheinlich noch ein paar Tage zu Hause, das zu verarbeiten. Die Highlights waren auf jeden Fall Dobrodol, Tet Nationalpark, die Montenegro-Kammstraße und die Wasserfälle in Kroatien und die Traumstrände in Kroatien. Ja, wer es noch nicht gemacht hat, folgt mir auf Instagram, Stefan Meitinger Adventures. Da könnt ihr mich live auf meine Touren verfolgen immer. Und über ein Abo auf YouTube würde ich mich natürlich auch freuen. Also einfach mal auf die Seite von mir draufklicken und auf Abonnieren klicken. Es kostet nichts und ihr bekommt immer eine Benachrichtigung, wenn es ein neues Video von mir gibt. Ansonsten fahre ich jetzt nach Hause zu meiner Frau und meinen Kindern, die ich mehr als überkrass vermisse und auf die ich mich jetzt schon riesig freue. Und deswegen werde ich jetzt die nächsten 500 Kilometer mit einem Tankstopp abspulen. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Bye bye. Und so geht's zurück über die Tauernautobahn, wo 12 Tage zuvor alles begonnen hat. Und egal wie gern ich wegfahre und ganz egal wie schön die bereisten Länder waren, es gibt einen Moment auf jeder Tour, der am allerallerschönsten ist. So, das war's. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und Abonnieren nicht vergessen. Ihr findet mich auf Facebook, Instagram und selbstverständlich YouTube, wo noch jede Menge andere geniale Reisen auf euch warten.